Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Samstagstutorial von eurem Gucke. Heute dachte ich mir mal, mache ich wieder ein Cinema 4D Tutorial und zwar über den, ich nenne es mal wieder Splitter-Effekt. Den will ich euch heute gerade mal zeigen. Ich habe hier ein kleines Video vorbereitet, in dem ihr seht, was wir eben heute machen wollen. Ihr seht, dieser Schriftzug für meinen Gaming-Channel bildet sich aus lauter kleinen Splittern. Und zudem haben wir noch drei verschiedene Kameras, die immer in einem gewissen Abstand, ihr habt es gesehen, vorhin war die Einstellung, die Perspektive, sich immer dann abwechseln. Und wie man das einstellt, dass das so sich rendert und diesen Effekt eben, den man auch, den ich übrigens zu schnell gemacht habe, wie man den langsamer macht und sowas, das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe Cinema 4D jetzt schon einmal geöffnet und was ihr als erstes hier machen müsst, also das sollte so bei euch aussehen, ganz normal. Ihr solltet gleich am Anfang einfach mal auf MoGraph gehen, hier oben, MoGraph, und dann seht ihr dieses kleine A vor MoText. Denn wir wollen ja erstmal unseren Text, in meinem Fall The Gookie Gaming Yo, eintippen, also meinen Kanalnamen. Das tippt ihr einfach hier in das kleine Textfeld ein. So. So, und seht schon, ihr könnt euch hier wieder bewegen. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Tutorial-Video von mir gezeigt. Und da wir gerade dieses Werkzeug automatisch schon geöffnet haben, müssen wir einfach an den Pfeilen ziehen, um es zu verschieben. Mit dem Mausrad oder mit diesem hier kann man sich dann raus oder reinzoomen. So, wir schieben uns das ungefähr so an den Mittelpunkt und das Yo können wir hier mit Leertaste einfach noch in die Mitte ziehen. Dann einfach hier irgendwo anders hinklicken und dann seht ihr, es passt schon. Jetzt markiert ihr den Text einfach und könnt euch gleich, oder ihr müsst gar nicht markieren. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem hier darüber, mit der Tiefe und der Unterteilung. Tiefe würde ich jetzt ca. 48 einstellen. Ich gehe auch kurz nochmal in eine andere Position, dass ihr auch seht, was ich da gerade alles verändere. So, seitlich an den Text heran. Jetzt hier haben wir gesagt 48. Es wird einfach tiefer, wie es schon gesagt wurde. Unterteilungen würde ich 8 vornehmen, einfach weil dann Rundungen und so etwas besser dargestellt werden können. Dann seid ihr immer noch auf Objekt und diese Zwischenpunkte hier, ihr seht hier Zwischenpunkte, die sollen bitte gleichmäßig angeordnet werden. So, gleichmäßig. Ihr seht immer hier auch die Veränderung einfach. Dann gehen wir jetzt auf Deckflächen, das ist gleich daneben, hier oben, das ist wieder ein Register mit Einstellungen, die man dann hier vornehmen kann. Und dort bei Typ, hier unten, brauchen wir nicht die N-Gons oder N-Gons, sondern wir brauchen Vierecke. Dann seht ihr auch, wie die Oberfläche hier, wie es sich wieder verändert. Und das soll natürlich auch regelmäßig unterteilt werden, allerdings mit der Hälfte, und zwar mit in 5 cm Teilen. Dann gehen wir hier ganz oben auf Start, hätten wir eigentlich auch gleich am Anfang machen können. Und dort stellen wir bitte Deckflächen und Rundungen ein. Also statt nur Deckflächen, Deckflächen und Rundungen. Dann werden die Kanten hier auch ein bisschen abgerundet. Und jetzt können wir uns noch um die Schriftart kümmern. Das haben wir nämlich sonst alles schon mal eingestellt so. Und zwar geht ihr da wieder auf Objekt und dann Font. Ich habe euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie ihr auf DaFont, der Webseite von DaFont, Schriften runterladen könnt. Und es wird einem auch hier angezeigt. Ich wähle dazu jetzt, wie in meinem Video schon gezeigt, die Schrift Batman Forever. Das seht ihr hier. Batman Forever, da könnt ihr alles Mögliche einstellen, braucht ihr aber nicht unbedingt. Ihr seht, es ist eine relativ kantige Schrift, aber das gefällt mir eigentlich so auch ganz gut.
Allerdings hat es jetzt hier wieder unser Yo aus der Mitte rausgeschoben. Da bastelt einfach ein bisschen so rum. Ja, das passt jetzt so mal. Ich will es euch nur mal so dort zeigen. Dann könnt ihr wieder auf MoGraph gehen, weil unser Text, den haben wir jetzt schon so bearbeitet. Könnt ihr noch viele andere Veränderungen vornehmen. Aber ich finde, das reicht jetzt erstmal so. Und geht dann auf PolyFX. Das ist ganz unten hier bei MoGraph. Dann öffnet sich gleich hier, das ist wie bei Photoshop quasi die Ebenen. Nur, dass das alles eben auf einer Ebene ist. Also die einzelnen Objekte werden dann da angezeigt oder eben MoGraphs, kleine Teile der Animation und sowas. Das packen wir uns mit der rechten Maus, linken Maustaste und ziehen uns einfach hier auf MoGraph, auf MoText. Und dann bildet es hier so, ja, ein Child, nennt man es im Englischen. Ich weiß nicht, ob es Kind eine gute Übersetzung dafür wäre. Dann geht ihr eben auf dieses PolyFX drauf und beginnt gleich mal mit Transformation. Dort wollen wir in der mittleren Spalte hier X, Y, Z bei den Gs, wollen wir mal alles auf 0 haben. 0, 0, 0. Und ihr seht schon hier in unserer Anzeige, verschwindet unsere Schrift. Dann gehen wir auf Abnahme und bei der Form setzen wir linear ein. So, jetzt kommen hier die einzelnen Pixel unserer Schrift wieder zu Tage. Nun müssen wir jetzt die Ausrichtung auf minus x setzen. Und jetzt, wenn ich dieses kleine PolyFX-Kästchen hier immer verschiebe, seht ihr schon, wir haben quasi schon unseren Effekt. Aber da wir jetzt noch einiges verbessern müssen, dauert es schon noch ein bisschen länger. Dann geht ihr wieder auf PolyFX und auf Effektoren. Da ihr nun jetzt wieder auf MoGraph geht, also wir sollen nur später, wir fügen jetzt einen Effektor hinzu und öffnet es einfach, dass ihr seht, dass der auch dort ist. Dann geht ihr hier auf bei MoGraph auf Effektoren und auf Zufall. So. Dann wählt ihr hier einige Parameter aus. Das ist gleich das erste, was hier erscheint. Und zwar wählt ihr einfach mal hier Position, Skalierung und Winkel. Umso mehr ihr jetzt hier verstellt, umso willkürlicher findet diese oder wird diese Streuung hier und sieht dann auch realistischer und interessanter aus. Also hier könnt ihr den Winkel, in dem die Teile wegfliegen sollen und so etwas einstellen. Da könnt ihr einfach irgendwas einsetzen. Oder eben ganz bestimmte, weil ihr ganz bestimmte Vorstellungen davon habt, wie das jetzt wegfliegen soll. Wählt da einfach mal irgendwas aus, sag ich jetzt mal. So, also jetzt willkürliche Zahlen sind es. Dann geht ihr wieder auf PolyFX und schiebt es hier. Also ihr seht jetzt, so wird es jetzt hier gestreut. Das können wir natürlich auch noch hier so ein bisschen verändern. So sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Also ihr könnt die Veränderungen ja immer dort auch schon sehen. So, ich lasse es jetzt einfach mal so. Ist aber jedem ganz überlassen. Dann geht ihr wieder auf PolyFX und schiebt es hier ganz nach links. Also, dass man euren Text nicht sieht. Oder eben ganz nach rechts. Ihr könnt es ja wählen, von wo jetzt euer Text erscheinen oder verschwinden soll. Ist mir ganz egal. Auf jeden Fall schiebe ich ihn jetzt ganz nach links und drücke hier auf den Schlüssel. Damit setze ich hier einen Keyframe, also einen Startpunkt oder einen Punkt, an dem sich das Programm orientiert. An diesen Punkten oder in der Spanne zwischen zwei Punkten kann man dann Animationen, Bewegungen und Kameraeinstellungen treffen. Dann wähle ich statt diesen 100 Bildern, sagen wir mal, in meinem vorigen Video habe ich 360 gewählt. Ich mache jetzt einfach mal wieder 360, obwohl es so lange gar nicht braucht. Also das euch vorbehalten, wie viele Bilder ihr da jetzt einwählt. Auf jeden Fall hier die Anzahl eurer Bilder, die ihr haben wollt, die bestimmt natürlich auch die Länge eures Videos.
einfach eintippen und dann am Schluss diese Leiste hier ganz nach rechts ziehen. Und dann könnt ihr auf dieser Skala hier die ganzen Bilder auch nutzen, die ihr eintippt, sonst nützen die euch gar nichts. Dann fahrt ihr mit dem Regler auf ca. 260, oder ich habe ja gesagt vorhin, die Animation war mir persönlich zu schnell. Geht einfach mal ganz auf 360. Geht auf 360, genau. Und verschiebt dann den PolyFX-Kasten hier. Bis man die Schrift oder euer Logo oder was auch immer komplett sieht. Also genau so. Dann drückt ihr wieder den Schlüssel, um diese Bewegung hier, die in diesem schwarzen langen Strang festgehalten ist, eben zu markieren und zu speichern quasi. Und wenn man jetzt hier auf diesen Pfeil drückt, dann seht ihr diese Animation, die sehr, sehr langsam ist. Also da könnte ich, es könnte durchaus ein bisschen schneller sein. Wenn ihr seht, die Geschwindigkeit, okay, die ist jetzt wirklich nicht so gut, klickt einfach nochmal hier drauf. Da werden so kleine blaue Markierungen festgesetzt. Wenn ihr draufklickt, werden die orange. Und könnt die dann anschließend auch verschieben. Machen wir mal circa auf 300. Dann haben wir 60 Bilder gespart. Und wenn ihr jetzt wieder auf Play drückt, geht die Animation noch ein bisschen schneller vonstatten. Ihr seht's. So sieht es jetzt aus. Vielleicht immer noch ein bisschen zu langsam. Machen wir circa 280. Geht nochmal auf 0 zurück. Und fahren wir mit dem wieder an. So. So könnt ihr halt immer ansehen, was ihr jetzt genau eingestellt habt und was der Effekt oder eben eure Objekte bewirken. Ich lasse es jetzt einfach mal auf 280, die Geschwindigkeit. Ja, die ist je nach Belieben eben einzustellen. Ich drücke jetzt einfach mal wieder auf Pause. Und als nächsten Schritt geht ihr hier auf dieses Licht, lange draufdrücken mit der linken Maustaste und erstellt euch eine Kamera, eine ganz normale Kamera. Als nächstes drückt ihr wieder da drauf und erstellt euch das Stage, diese Filmklappe hier. Dann geht ihr wieder auf die Kamera, aktiviert die, indem ihr hier, ihr seht dieses kleine Kästchen, das schwarze, wenn ihr draufklickt, wird es weiß, das heißt, die Kamera ist aktiviert. Und nun könnt ihr euch hinzoomen mit dem Mausrad. Hier oben könnt ihr euch so hindrehen. Und geht einfach mal hier so an diesen Rand hin. Circa so würde ich das machen. Ja. Da wir nun aber, ihr seht, das hier ist heller als das hier. Das heißt, die Kamera kann nur diesen kleinen Bereich hier erfassen. Und das stellen wir um, indem wir in die Rendereinstellungen gehen. Das ist hier diese Filmklappe mit diesem Zeichen dahinter, das rechte davon. Da klickt ihr einmal drauf und dort könnt ihr die Rendervoreinstellungen treffen. Dann geht bitte einmal auf die Ausgabe und wählt dort, könnt ihr eure eigenen Bildmaße wählen. Ich nehme einfach mal 1920 mal 1080. Und eine Auflösung von 30, 300 ppi, also Pixel per Inch oder Zoll eben. Die Dauer ist ganz wichtig, dass ihr das aktuelle Bild wegklickt und auf alle Bilder geht. Oder eben eine bestimmte Anzahl an Bildern, die ihr unten ablesen könnt, hier eintippt. Ich habe jetzt von 0 bis 360 gewählt, da ihr sonst, wenn ihr nur auf aktuelles Bild geht, eben das aktuelle Bild rendert und dann wie ein Foto habt. Dann geht ihr hier drauf auf Anti-Aliasing, Anti-Aliasing, wie auch immer. Nein, ich will das Farbschieber nicht ändern. Sorry Leute, jetzt geht's gleich weiter. Und das ist für die Reflexionen später verantwortlich. Da geht ihr hier auf Bestes, dann
auf Min-Level 16x16 und da auch 16x16. Also umso höher ihr die Einstellungen hier trefft, umso länger dauert es auch zu rendern. Ich will nur mal gesagt haben, das 10-Sekunden-Video, wo ich gerade euch vorhin abgespielt habe, hat 5 Stunden zum Rendern gedauert. Also nur, dass ihr mal so eine Vorstellung bekommt, wie lange sowas dauert, wenn ihr hier so hohe Einstellungen trefft. Dann geht ihr auf, dann wollt ihr Effekte, also hier auf Effekte, geht ihr auf Effekte, wollt ihr Effekte einfügen und dann wählen wir einmal Ambient Occlusion aus. Und das ist verantwortlich auch für den Schatten. Da seht ihr hier Minimum Samples, das könnt ihr hier auf 400 einstellen, da wird Maximum genauso auf 400. Und da gilt wieder die Devise, je höher, je besser. Bis zum gewissen Grad, ja. Die Strahlenlänge würde ich, maximale Strahlenlänge, bei ca. 300 lassen und minimale bei 50. Okay. Dann wieder Effekt und ganz unten seht ihr Effekt weich. Dort stellt einfach die Stärke 40 ein. Dann könnt ihr das wieder schließen und geht einmal wieder auf Stage, diese Filmklappe, die wir vorhin erstellt haben. Kamera 1 könnt ihr nun, also Kamera, die könnt ihr mit einem Doppelklick einfach mal umbenennen in Kamera 1, denn wir brauchen später mal 3 Kameras. Dann geht ihr bitte hier auf diesen Rücklauf, ganz Rücklauf, dass ihr hier bei 0 seid. Und zieht die Kamera 1, wenn ihr auf Stage seid, hier in Kamera hinein. Dann seht ihr Kamera 1. Also ihr geht auf, nochmal ganz von vorne, ihr klickt hier zurück, geht auf Stage, zieht die Kamera, packt die und zieht sie hier in Kamera 1, in diese Kamera hier hinein. Dann geht ihr mit STRG und einem linken Mausklick hier drauf, sodass dieses kleine Quadrat hier rot wird. Und jetzt könnt ihr vorspulen. Ihr seht, der Effekt findet hier statt. Sagen wir mal circa, bis man es hier nicht mehr so sieht, 140. Ja. Oder so. Spult bis hier hervor und geht wieder auf Licht und wieder auf Kamera. Diese Kamera nennt ihr Kamera 2, also einfach einen Doppelklick machen und dann hier in 2 reindrücken. Dann habt ihr es schon umbenannt und geht wiederum zurück in Stage, zieht euch diese Kamera über die Kamera 1, klickt mit STRG und linker Maustaste auf das rote, geht wieder auf Kamera 2 und könnt nun die Kamera dorthin verschieben, wo ihr sie eben haben wollt. Ihr seht, das ist unsere Kamera 1. Die lassen wir jetzt dort zurück. Und wir gehen jetzt ans Ende unseres Textes. Google Gaming. Kann schon ein bisschen länger sein. Circa so. Hierher. Und verschiebt nun in der Timeline, geht einfach in der Timeline weiter. Hab mich doch geirrt, ist doch noch ein bisschen länger. Gaming. Circa bis hierher. Oder könnt auch, dass das G noch gar nicht sichtbar ist. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da will ich euch hier nichts vorschreiben. Ich mache es jetzt einfach mal so. Das ist ungefähr so, wie ich es ja vorhin gezeigt habe. Und als nächstes geht ihr wieder mit STRG und eurer Maustaste auf Stage drauf und klickt dort wieder hier so rein, dass es wieder rot ist. Dann erstellen wir uns die dritte Kamera, Lichtkamera. So, nennen die Kamera 3. Bam.
auf Stage. Und ziehen die übere Kamera 2. Und nun könnt ihr die Kamera wieder verschieben. Geht auf Kamera. Verschiebt die wieder dorthin, wo ihr es ja eben haben wollt. Ihr seht, hier sind unsere beiden vorherigen Kameras. So. Ich finde, das passt ungefähr so. Und geht dann wieder eben auf Stage und klickt wieder mit STRG einfach hier drauf. Und schiebt die Timeline bis so hin, dass man das Gaming ganz sieht. Bis circa hier auf 300, sagen wir mal. Nun könnt ihr es abspielen hier mit diesen Pfeiltasten. So, ihr seht, das T bildet sich, genauso wie das H. Und jetzt müsst ihr es dann bald umspringen auf die nächste Kamera. Genau, ja, das ist ein bisschen unglücklich gewählt, der Winkel. Den kann man später auch noch verändern, ganz klar. Aber fürs Erste sollte es mal genügen. Ja, er geht nochmal in die Rendervoreinstellungen und dort bei Ausgabe, nicht bei Ausgabe, Entschuldigung Leute, geht auf Speichern und dort müsst ihr ein richtiges Format auswählen. Und ich würde euch entweder diese zwei hier empfehlen, also entweder AVI-Film oder QuickTime-Film. Falls ihr QuickTime habt, nehmt QuickTime-Film, das ist einfach eine bessere Auflösung und ja, sieht irgendwie besser aus. Funktioniert besser als AVI-Film. Dann könnt ihr einfach hier QuickTime-Film nehmen. Datei, müsst ihr euch nur noch entscheiden, wo ihr es speichern wollt, unter was. Animation Cam. Okay. Und das würde ich jetzt auf meinen Desktop hier drauf speichern. Wenn ich einfach hier draufklicke, beginnt es auch schon hier zu rendern. Das dauert wirklich sehr lange bei solchen Objekten und Animationen. Ich will noch eine Folge abbrechen. Ich kann es euch jetzt hier nochmal am Schluss einfach zeigen, wie es dann aussieht. Nur halt eben in weiß. So ungefähr würde es dann aussehen, nur eben ein bisschen langsamer von der Animation her. Mich würde es freuen, wenn ihr jetzt noch einen Kommentar drunter lasst und das Video vielleicht noch bewertet. Sonst schaut auf meiner Website doch mal vorbei. Google Plus habe ich auch noch und außerdem einen anderen Gaming-Channel auch und all so ein Zeug, Soundcloud-Account und so weiter und so fort. Euer Gucke sagt Adios.